Marsch, Marsch! Und herzlich willkommen zurück zu Svalios Play Live. Blizzard and the Band of the Hulk. Beim letzten Mal sind wir dem Eclipse entkommen und jetzt geht es The Black Swordsman Arc. Oder The Black Swordsman Arc. To fight those who live in the darkness. Guts dons Black Armor. Gripping Dragon Slayer. The gigantic Greatsword. Forged by Godo in his artificial hand. He sets off on his monster hunt. The Black Swordsman. Ja. Wir haben ein neues Outfit bekommen, was ziemlich cool ist. Und das kann ich hier nicht wechseln. Denke ich gerade. Aber das will ich auch gar nicht wechseln, weil es einfach zu cool ist. Man hat jetzt auch ein neues Stance sozusagen. Einen neuen Deathblow. Der übelst reinhaut. Man hat ein paar neue Waffen. Man hat da so ein schönes Upgrade bekommen, kann man sagen, ne? Schönes Upgrade zu vorher. Also haben wir den größten Nutzen aus der Finsternis gezogen. Auch wenn es fies ist, das zu sagen, aber es ist so irgendwie so. So, dann einmal gaten wir nochmal eben schnell, weil Deathblow Power kann nie genug sein. Muss immer gesteigert werden. Die ist mir nie genug. So, Dazzle hau ich da, glaube ich, nochmal mit rein. Ja. Ja, von mir aus. Die Peanuts da, ist mir egal. So, hier, komm. Jetzt ab da. Und ist sonst irgendwas? Nee, ne? Ich hab Dawn Resistance. Habe ich denn Dawn Resistance irgendwo? Das habe ich gar nicht. Ja gut, dann unequippen. Chancen vielleicht nochmal. Enhancement. Wo ist ich denn? Braunsteine habe ich ganz viele. Brauche ich den überhaupt? Bis jetzt nicht. Ja, da kann ich ja nichts mehr. Da muss ich unbedingt noch was gegen tun. Fällt mir gerade auf. Ich könnte aber Defense Up mit dem noch verbinden. Fällt mir gerade ein. Also ich kann ja nur noch auf diese Weise das upgraden. Deswegen muss ich das jetzt so machen. Wird ganz schön teuer werden, merke ich gerade. Aber das ist egal. Kaufe ich hier noch mal ein bisschen Range ab. Ja, gucken wir das mal. Aerial Guard, Down Resistance, Attack. Wenigstens das noch. Dann kann ich das noch in den das Teil hier reinpacken. Zwar die Attack noch ein bisschen erhöhen und die Vitality nicht, aber das erstmal Armor gaten. Und wo war die Range? Da ist die Range. Kann ich die Range nochmal ein bisschen erhöhen? So. Fantastisch. So, und jetzt sollte das eigentlich auch reichen. The Black Swordsman. A way is won. A war is won. By the last one standing. Guts still lives. And his war against the monsters continues. Guts dons black armor to fight those who live in the darkness. Wearing an artificial iron hand made by Rickard and bearing the dragon slayer, a gigantic great sword forged by Godo. The Black Swordsman quests for vengeance now begins. Oh, das sieht so cool aus, ne? Das sieht so verdammt cool aus. Das war mein absolutes Lieblingsoutfit. Obwohl, es gibt noch eins, das ist noch geiler, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals bekommen werde in diesem Spiel. Weil das ist sau schwierig zu bekommen. Use the cannon. Ach, ist jetzt hier Tutorial-Zeit oder was? Cannon, da. Pow! Use the crossbow wahrscheinlich, ne? Na, da kommen schon ein paar Gegner. Sind aber anscheinend menschliche. Ein paar Diebe, ja, super. Das kann ganz nützlich sein, aber ich brauch's eigentlich nicht. Die Geräusche von der Waffe sind auch so verdammt geil. So richtig Eisen. So, jetzt habe ich endlich meine richtige Stance wieder, die so richtig reinkloppt. Ja, der ist noch der Zero-Move geworden.
Und er ist noch derselbe Move geblieben. Das ist ja sehr interessant. Der Stunning Move ist immer noch derselbe. Und da kommen die Spirits. Die uns heimsuchen. Kommt nur her. Ich reiß mit, wisch mit euch den Boden, ey. Wie klappt's, Kaspar? Wumms und wumms. Oh, besondere Spirits. Da irgendwo war so ein Spiritbaum. Wo ist der denn? Der war hier oben, ne? Oben irgendwo. Da ist er. Den zerstöre ich natürlich. Ist ja wohl ganz klar. Aber der ist bestimmt nicht so einfach. Bestimmt ein paar kleine Tricks drauf. Er ist auch stärker. Er hält auf jeden Fall einiges aus. Wobei, da könnte mir was Feuer bauen, ne? Da könnte mir die Kanone helfen. Vielleicht. Noch nicht wirklich. Taucht noch mehr auf. Da kommt schon wieder einer, aber diesmal bin ich vorbereitet, mein Freund. Deathblow! Level 2! Oder Ultimate Deathblow, kann man sagen. Oh, er ist geil. Den habe ich vermisst, diesen Deathblow. Zack! Zack! Wo sind denn die starken Dinger? Ach da! Stimmt, der Pfeil zeigt mir, wo ich hin muss. Sozusagen. Und nochmal! Deathblow! Equipment gefunden. Wunderbar. So muss das. Das nächste. Ich sollte lieber über das Schlachtfeld reiten, glaube ich, mehr Stance, genau. Natürlich werde ich nicht stoppen, ehe ihr tot seid. That's the way I chosen. Und jetzt. Level 4. Und dazu jetzt noch den Deathblow. Da fallen sie wie die Fliegen. Gott, wie ich diese Kampfart vermisst habe, ey. Weil der Deathblow füllt sich so verdammt schnell. Das liegt aber auch an der Intensia, die ich noch erhöht habe. Ich wusste, dass mir das noch nützlich sein wird, die Intensia zu erhöhen. Gut, dass ich das gemacht habe. Zack! Bei dem muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein, weil die Dinger sind irgendwie, weiß nicht, schwer einzuschätzen. Man kann sie auch nicht wirklich richtig platt machen. Also so, schon kann man sie platt machen. Aber sie haben jetzt keine richtige Schwachstelle. Ich hab gehofft, Feuer ist die Schwachstelle, aber ne? Scheint nicht so zu sein. Ja, wo bleiben die anderen? Schwachgestalten. Ist da noch irgendwo ein Strong Spirit? Da muss doch eigentlich noch irgendwo einer sein. Ach da. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber egal, das schaffe ich auch so. Das müsste der letzte gewesen sein.
Okay. Ich habe zu lange rumgetrödelt, merke ich schon. Könnte noch einer sein. Das ist keiner mehr. Survive until morning. Okay. Bis jetzt habe ich ja jeden zerstört. Würde ich mal sagen. Dann gibt es keinen mehr. Wenn ich das jetzt verkackt habe, dann habe ich das jetzt verkackt. Dann ist das egal. Aber ich habe es geschafft anscheinend. Und den B-Elite habe ich auch bekommen. Das heißt, ich habe es richtig gemacht. Wunderbar. Accused Spirits are fleeing from the daylight. So, Level 38, wunderschön. Dexterity ist nicht so wichtig jetzt, aber hey, immerhin das Gold. Neues Outfit, schwarzes Kriegspferd. Das Black Warhorse. Gibt's noch oben drauf. The Brand's Guidance. Ja, ich würde mal sagen, hier machen wir einen kleinen Break und beim nächsten Mal geht es weiter mit The Brand's Guidance. Frohes Schaffen, frohes Sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Savarius. Bye, bye. Au. And out.